Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute wieder auf der Karte Elemental V3. Heute das Finale, denn wir fahren heute die Linie 459. Das ist die letzte Linie auf dieser Karte. Die Sightseeing Tour und die Linie 100 wird es mit einem Update demnächst geben. Falls der rauskommt, werde ich die natürlich euch präsentieren. So wie von heute mit den O405 Solo. Das heißt, er ist lauter heute. Und wir fahren heute ausnahmsweise mit der Anax. Da habe ich mal Bock drauf, dass sie so gerade eingestellt war. Ich stelle noch die Kasse um. Zack. Und die Türen. Und das war's. So. Tür zu. Heizung an. Ja, die Linie geht nach Readme unfassbar 18 Minuten. Ne? Kleine Vorgeschichte. Ich habe nach der Linie geguckt und habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich nur einen Kurzläufer treffe. Aber es gibt keinen Langläufer, es gibt auch keinen Kurzläufer. Es ist einfach nur eine Linie. Und zwar hat mich die Fahrzeit irritiert. In der Readme steht 18 Minuten, wobei die Fahrzeit hier beträgt, ja, 11 Minuten, also nee, ist irgendwas schief gelaufen. Aber das passiert mal, deswegen ist es ja auch nicht so schlimm. Wir fahren jetzt die eine Tour hin und fertig. So, wir haben die Linie 459 00, Route 01 von Ossetto B nach Grünhöfchen und geben das hier auch ein. Bin zu der Linie 459 00, Route 01. Schade, dass diese hier nicht bei der Vollmatrix dabei ist, weil die gefällt mir persönlich am besten. Ja, weil da kannst du auch Route 3, Route 4 eingeben. Bei der anderen habe ich noch nicht rausgefunden, wie man Route 3 und Route 4 schildern kann. Na gut, das müssen wir noch anmachen. Das ist ganz wichtig. So, ich drücke nochmal hier alles durch. So. Ernsthaft. Wir fahren vernünftig hier. Das gefällt mir ja nicht. Destination Display. Nee. Nee. Nee, danke. Und geben alles normal ein. 45900. Und wir haben Abfahrt, habe ich das Gefühl. Route A. Tut mir leid, aber das sieht mir so hässlich aus. Das gefällt mir am besten. So, wir haben auch hier wieder in schönen Grau. Wie ich das von damals kenne. Ich saß ja immer hier hinten. Bis die Zeit kam, wo ich die Busse sehr mochte. Ich, keine Ahnung warum. Die Zeit kam einfach, dass ich immer ganz vorne saß. Und ja, ich würde sagen, wir fahren ab. Quatsch nicht so viel rum. Ich mache die Kopfhörer leiser, Alter. Das ist ja laut hier. So, wir haben natürlich auch mehr Power am Hintern als bei der G-Version. Ist auch logisch. So, und wir haben, ach du Scheiße. Sag mal, jetzt wollt ihr in Menschenmassen kommen, wo ich den Solobus, wo ich den Gelenkbus fahre oder was? Wollt mich doch auch verarschen, oh, oder? Ja, hallo. Hallo, einmal normal. Immer normal? Na gut. 3, 5, 7, 9, 10. Bitte sehr. Das heißt doch Dankeschön, aber das kennen ja die meisten Leute heutzutage ja auch, oder nicht? Ja. Es geht. Ja, wir fahren heute in ein weißes Repaint rum, weil ich habe keine anderen Repaints dort. Und dieses Hamburger Repaint, was wir beim G hatten, hatten wir auch schon mal gehabt. Und das war in rosa statt in weiß. Das sah mir auch grottenhässlich aus. Deswegen. Und weitere Repaints habe ich auch noch nicht runtergeladen. Traurig.
aber wahr. So, komm. So. Hallo. Hallo. Zack, 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 zack. So. Heute geht's. Ich habe irgendwie auch nochmal neu gestartet, falls es mal ein bisschen rumruckeln sollte, weil irgendwie hat man wieder seine Tage gekriegt, das ist ja nicht schön. Irgendwie 2 ist halt wie eine Frau, ne? Hallo. Mal Top-Tage, mal Scheiß-Tage. Eine normale Fahrkarte. Ja, ja, eine normale Fahrkarte. 3, 5, 7, 9, 10, bitte sehr. Weiter geht's. Heute ist es fleißig. Heute streikt sie. Nächste Haltestelle, Lennetal, Bahnhof Ost. Umsteigemöglichkeit zur Linie 463 zum Sightseeing-Verkehr und zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Letztens wollte es nicht funktionieren, aber heute geht's. Weil es die letzte Fahrt ist auf dieser Karte. Na komm. So, wir müssen links rum. Nächste Haltestelle, Lennetal-Bahnhof Stadtpark. Quatsch, waren wir da. Bisschen runter hier. Ich möchte nicht, dass ihr erblindet. Ich meine, das geht ja noch. Hätte ich Speed FX drauf, dann würde es ja so aussehen, als ob jemand mit der Taschenlampe drunter in den Bus strahlen tut. Ne? Also. Deswegen, das geht noch. Na komm, Ampelchen, ich hab nicht lange Zeit. Ich hab einen Fahrplan. Nächste Haltestelle, Lennetal, Polizeipräsidium. Wenigstens müssen wir heute nicht manuell schalten. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich halt lieber meine Klappe. Es ist ja immer so, es passiert ja erst dann, wenn man was sagt, ne? Das ist dann nicht so erfreulich. Guten Tag. Denn ich aus eigener Erfahrung. Eben mal eine Kurzstrecke. Leben gern. Wohin möchten Sie es gerne? 2, 4, 6, 8, 10. Bitte sehr. Einmal normal, bitte. Mirko möchte normal, aber natürlich 3, 4, 5. Bitte sehr. Oh, hat doch keiner gesummt. So, 60 bei Nässe. Ah ja, ist ja. Hier rüber. Nächste Haltestelle, Lennetal-Bonnergürtel zum Führer. Ansteigemöglichkeit zur Linie 458. An dieser Stelle hat er ja letztens rumgezählt hier. Wollte keine Ansage mehr geben. Sollte funktionieren. Keine Ahnung, wo hier. Woran ist da? Nee. Aber irgendwie hatte auch mal das Ticket keinen Bock von mir. Also auf mich hat es keinen Bock gehabt. Hat sich einfach mal frei genommen und ich dachte, nö, das mache ich heute nicht. Heute habe ich mal Freitag fertig. Ja. So, ich denke mal, wir müssen hier rechts, links rum. Nein, müssen wir nicht. Auch müssen wir.
das wird die 450. Nächste Haltestelle, Lemmental Altborner Weg. Das ist die doppelte Ansage. Nächste Haltestelle, Lemmental Altborner Weg. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 452 und 457. Der war Mozart zu fleißig und hat aus einer Ansage zwei Ansagen in einer Datei gesprochen, und zwar doppelt. Jo, kann man mal machen, ne? Ich meine, vielleicht ist es ja auch nur für hier gedacht, ne, an dieser Haltestelle. Vielleicht gibt es ja Leute, die... Hallo, einmal Kurzstrecke Schüler, bitte. Immer Kurzstrecke Schüler, okay. Macht 1,20, 80, 2, 10 Euro 10, 4, 6, 8, 10. Also ich glaube, sie haben mir zu viel. Ja, ich weiß, ein 10 Cent Stück fehlt, Mensch. Ich war Kinder, kannst du sie abzocken. Mann, aber wenn du 1 Cent zu viel legen tust, ja, wollen sie sich ab. Sonder. Ja. Nächste Haltestelle, Halt 7. Da ich extra laut vorgerechnet, um das Kind wahnsinnig zu machen, und es checkt wirklich, dass da was nicht stimmt. So eine Verkacke. So eine Verarsche. So, jetzt sind wir hier gelandet, wo wir letztens gewendet haben. Manchmal gucken wollte, wie die Baustelle ist. Und doch, ein Unfall wollte ich nachgucken. Ne? Kann man mal machen. Steht ein Citaro G. Eine wackelige Angelegenheit hier, liebe Freunde. Verdammt! 17 Grad ist. Geht er noch. Uiuiui. Ich sollte nicht auf den zweiten Bildschirm kommen. Dieser Fall ist so praktisch hier eigentlich aufgestellt worden. Ja, ne? Oh, ein Manfred. Was verschafft uns diese Ehre denn? Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ihr seid ausgestiegen, ne? Ja. Vater und Kind. Ich hasse die Kurven, ey. Was ist denn das hier? Ach, eine Bestattung ist hier. Aha. Interessant. Ich dachte, ich hätte das gesehen. Manfred, fahr doch besser, du! Blöde Rampensau. Da guckst du einmal in ein blöden Haus, beziehungsweise nach da hinten, ne? Und zack, krampst hier, weil das die ganze Zeit plakiert. Ich werd kloppt hier. Wer baut so eine Kurve? Ich nicht. Ja.
wenn wir hier aussteigen. So, letzter Halt. Das ist ein Bahnhof. Alter Bahnhof. Ja. Das war mal ein Bahnhof, ne? Eine Kirche. Nächste Haltestelle, Grünhöfchen. Damit hat dieser Bus sein Fahrziel erreicht und endet hier. Bitte achten Sie beim Verlassen des Busses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. 60 FPS. Also, Frips an. Ist interessant. Oh. So eine Goldrock zu hoch oder was? Oh, müssen wir noch die Heizung ausmachen. Oh, das ging ja. Läuft ja, ne? Wir kommen an und die Heizung ist mittlerweile schön warm erst, ne? Läuft. So. Einmal rum, tididum, tralalum, tralala. So, bla bla bla. Raus da hinten. Ja. Ja, bist du doch wahnsinnig, ne? Und die finde ich auch nie. Also von daher. So. Dienstschluss. Tür auf. Zack. Elektrik aus. Hä? Hey, eben nicht. Aus, aus, aus. Aus. Aus, aus. Und. Habe ich euch angemacht. Deswegen hat es so lange gedauert. Verdächtig. Und aus. Macht ihr eh nichts mehr. So. Das war's. Das war Lemmental Version 3. Ladet euch die Karte runter. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hammerkarte. Hammerlinien. Ne? Und ja. Sobald ein neues Update rauskommt und die Sightseeing-Tour und die Linie 100 unterschiedlicher Ersatzverkehr funktioniert, werde ich natürlich euch die drei Linien zeigen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und schreibt was in den Kommentaren, wie ihr so die Karte, wie euch so die Karte gefällt. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ja, das nächste Mal sehen wir uns dann auf der Karte Alheim und Laurenzbach. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Also, tschüss!